Die nächste Sache ist, dass ich dem Schöpfer Eigenschaften gebe von der Schöpfung. Zum Beispiel ich sage, Gott ist geboren. Oder Gott ist gestorben. Oder Gott erwachte vom Schlaf. Oder ist krank geworden. Oder hatte Schmerzen in seinem Herzen. Weil dann gebe ich Gott minderwertige Eigenschaften, die nicht zu seinem Wesen passen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. In der Anbetung. In der Anbetung gibt es einmal welche, die nur andere neben Gott anbeten. Nur andere neben Gott anbeten. Und die meisten machen es anders. Sie beten neben Gott andere an. Beten neben Gott andere an. Und das ist die Sünde, wo Gott sagt, du hast ihn zu einem Gott gemacht. Denn was heißt Gott linguistisch? Gott heißt linguistisch jemand, der angebetet wird. Das heißt, wenn jemand beispielsweise das Pult anbetet oder den Stuhl anbetet oder einen Menschen anbetet, dann hat er ihn zu einem Gott gemacht im Sinne von Anbetungsobjekt. Selbst wenn er kein wahrer Gott ist, denn der wahre Gott kann nur derjenige sein, der der Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums ist und der die vollkommenen Eigenschaften besitzt. Hier betet der andere neben Gott an. Und der Koran sagt uns ganz deutlich, warum das oft gemacht wird. Du fragst ihn beispielsweise, du glaubst, dass Gott der einzige Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums ist. Er sagt ja. Du glaubst, dass Gott vollkommene Eigenschaften hat, dass er dir alles geben kann. Er sagt ja. Dann sagst du zu ihm, okay, wenn das so ist, wie kommt es dazu, dass du andere neben Gott anbetest? Zum Beispiel in der islamischen Welt haben wir es, dass es Leute gibt, die beten einen Heiligen an, Leute, die nennen sich Muslime, aber in Wirklichkeit sind sie keine Muslime, für bestimmte Dinge. Der eine Heilige ist dafür, der andere Heilige dafür, der andere dafür, der andere dafür. Und wenn ich ein Kind haben will, gehe ich zu dem Heiligen, er betet den an. Du sagst zu ihm, warum? Glaubst du nicht, dass Gott dir alles geben kann? Er sagt ja. Glaubst du nicht, dass Gott derjenige ist, der dich am besten erhört? Er sagt ja. Glaubst du nicht, dass Gott derjenige ist, der die Fähigkeit dazu hat? Er sagt ja. Glaubst du nicht, dass Gott mehr Barmherzigkeit hat als alle Menschen zusammen? Er sagt ja. Dann sagen wir ja, warum betest du ihn dann an? Dann sagt er ja, warte, ich bete ihn nicht an, weil ich glaube, dass er das von sich selber aus, dieser Mensch, von sich selber aus bewirken kann, sondern ich bete ihn an, damit er mich Gott näher bringt. Und das ist genau das, was Gott im Koran in der letzten Botschaft als falsch verwirft. Er sagt, wir dienen denen nur, damit sie uns Gott näher bringen. Und an anderer Stelle sagt er, das was ich eben gesagt habe, wir dienen denen nur, damit die unsere Fürsprecher bei Gott sind. Aber wie gesagt, der Gottesdienst, und das ist die Anweisung von allen Propheten, inklusive Jesus, darf nur aus islamischer Sicht, es kann wie gesagt gerne jemand anderer Meinung sein, ich bin ja heute hier dazu da, um Ihnen Islam vorzustellen, aus islamischer Sicht darf der Gottesdienst nur Gott alleine gewidmet werden. Und wir sehen beispielsweise, dass Jesus in Matthäus 26, Vers 39, er ging drei Schritte weiter, fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Er machte uns es auch vor, wen wir anbeten sollen. Und wir sehen bei den anderen Propheten, dass sie immer ausschließlich, wenn sie richtig gehandelt haben, ausschließlich Gott alleine angebetet haben und es niemals mit göttlicher Offenbarung erlaubt haben, jemand anderen neben dem allmächtigen Gott anzubeten. Und deswegen, ich habe eben einen Vers aus dem Koran erwähnt, wo der allmächtige Gott sagt, er sagt dort ganz deutlich, وَإِذَا سَأَلَّكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Wenn dich deine Diener nach mir fragen, so bin ich nah, أُجِيبُ الدَّعْوَةَ إِذَا دَعَانِ. Ich erhöre das Bittgebet des Bittenden, wenn er mich bittet. Und deswegen, Gott ist für uns alle da, für jeden Menschen, egal ob er aus Deutschland kommt, aus der Türkei kommt, aus Uganda kommt, aus Mali kommt oder aus China oder aus der Antarktis kommt. Wir haben alle einen Gott, Alhamdulillah. Und wir sollten uns alle diesem einen Gott zuwenden. Und deswegen gebe ich jedem Menschen als Tipp, wenn er heute nach Hause kommt, dass er Gott fragt nach dem richtigen Weg. Wenn jemand unsicher ist, was der richtige Weg ist, welche Religion folge ich, ja. Wie gesagt, es muss jeder für sich selber entscheiden. Ich kann niemanden dazu zwingen, Islam anzunehmen. Ich freue mich darüber. Genauso wie sich ein katholischer Pfarrer oder der Papst auch darüber freuen wird, wenn ein Muslim zum Christentum wechselt. Ich freue mich darüber. Aber ich sage zu jedem Menschen, jeder Mensch muss seinen eigenen Menschenverstand benutzen und schauen, zu welchem Ergebnis er kommt. Sich mit dem Islam auseinandersetzen und
einfach mal, oder auch mit dem Christentum auseinandersetzen, die Religionen vergleichen. Er hat sicherlich nichts dadurch verloren, er kann nur dadurch gewinnen. Selbst wenn er zu keinem Ergebnis kommt, dann hat er wenigstens etwas dazugelernt und sicherlich profitiert von den Lehren, die er dort findet. Und dass er einfach guckt und nach der Wahrheit sucht. Und nicht für andere Menschen. Was könnte der sagen? Was könnten meine Arbeiter sagen? Was könnten meine Eltern sagen? Sondern am jüngsten Tag stehen wir alle alleine vor Gott. Und es geht um Paradies und Hölle. Am jüngsten Tag stehen wir alle alleine vor Gott. Und jeder muss für sich selber entscheiden, welchen Weg er gegangen ist. Welchen Weg er gegangen ist. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und wenn Sie Fragen an uns haben, wir haben extra eine Internetseite, ist vielleicht sogar besser, www.einladungzumparadies.de. Für Nichtmuslime, die können uns auch gerne eine E-Mail schreiben und wir kontaktieren dann zurück. Wir haben dort viele Videos über die unterschiedlichsten Themen. Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns auch gerne kontaktieren. Ich bedanke mich, wie gesagt, bei allen und sage Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allahs Friede, Segen, Barmherzigkeit auf euch allen liegen. Und danke fürs Interesse. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Allahu, Allahu, ya Rabbi, ya Allah. Allahu, ya Rabbi, ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله